Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm. Heute etwas eine angeheiterten Version. Wir haben Sonntag 23 Uhr, Punkt 23 Uhr. Und ich war ab 18 Uhr eingeladen zum Grillen. Oh. Ja. Und wir haben gut reingebechert. Also, ich muss mich echt entschuldigen, falls ich, naja, irgendwie Scheiße labe. Oder keine Ahnung, was auch immer. Weiß ich nicht. Also, kommt drauf an, wie ihr mich empfindet. Also, ich hoffe, ich bin nicht allzu nervig. Ich versuche auch gerade hier mit Kaffee und Mineralwasser etwas gegenzuhalten. Weil mir beim Grillen auch noch eingefallen ist: Alter, du hast doch diesen Let's Play-Kanal am Laufen. Blöd gelaufen, wenn da keine Videos kommen morgen. Deswegen sitze ich jetzt hier halb. Naja, ich will nicht sagen besoffen. Ich nenne es lieber angeheitert. Und. Ach, da, halt die Fresse hier, mach doch mal endlich mal. Und nimm noch das Let's Play auf. Oh, Scheiße. Ich muss es sowieso gleich spielen. Ja, habe ich schon alles gesehen. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu qualitativ hochwertigen Content bieten momentan. Also mit momentan meine ich jetzt auch noch, was die anderen Videos angeht, die am Montag dann kommen werden. Ups, Scheiße, Alter. Ja, ich werde wahrscheinlich auch irgendwie etwas still sein, habe ich das Gefühl. Oder ich werde nichts anderes tun als labern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es alles andere als, naja, qualitativ hochwertig. Das ist ja sowieso nicht es. Sondern eher das Gegenteil. Ich muss auch sagen, deswegen, ich mache die Parts auch nicht so lang, weil, wie gesagt, 23 Uhr, halbwegs besoffen, kein Bock mehr. Und ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ist mir sowieso nicht nach Aufnehmen, weil ich habe ja gesagt, wenn man irgendwie traurig ist oder deprimiert oder weiß ich nicht, wenn man sich nicht in der Lage dazu fühlt, etwas aufzunehmen, sollte man es ja bekanntlich nicht tun. Ich mache es jetzt trotzdem, weil, naja, ich weiß nicht, es ist. Heute ist wieder einer dieser Tage. Ich weiß, ich war zwar jetzt gerade bei Freunden und hatte auch Spaß, durchaus. Ich habe gelacht und habe gegessen und habe mich nett unterhalten mit den Leuten. Aber jetzt gestern, ich weiß nicht, ich hatte es ja im 17. Part meines Lego Star Wars Let's Plays ja mal angesprochen gehabt. Dass es da jemanden gab, den ich verärgert habe. Tja, ratet, was mir ein zweites Mal gelungen ist. Und dieses Mal ist es sogar endgültig vorbei. Und ich war es sogar, der jetzt gesagt hat, jetzt ist es vorbei. Und ich fühle mich trotzdem beschissen. Das ist. Ich wollte eigentlich schon sagen, lustig, aber nein, das ist eigentlich alles sehr traurig. Vielleicht, wenn ich jetzt so besoffen bin und so ehrlich, dann kann ich. Nein, besoffen ist falsch. Ich bin, wie gesagt, angeheitert, so. Weiß ich nicht. Wenn ich schon so ein bisschen frei aus dem Nähkästchen plaudere, kann ich ja auch das Let's Play dazu benutzen, das zu verarbeiten. Naja. Ich kann ja, das ist ja, wie gesagt, ich nenne ja keine Namen, deswegen kann ich ja eigentlich frei darüber reden. Aber. Oh, wow. Naja. Es war halt so, ich habe jetzt ihr nochmal geschrieben gehabt. Und ich hatte ihr schon die ganze Zeit. Was habe ich denn nochmal gesagt auf dem letzten Stand? Wo waren wir denn da?
Was habe ich denn nochmal gesagt in dem Let's Play? Genau, ich hatte gesagt, sie braucht ja Zeit. Ne? Genau, das habe ich gesagt. Und die erste Zeit habe ich mich auch dran gehalten. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war mir diese Stille zwischen uns, weil es so gut zwischen uns lief, so richtig unbehaglich. Und deswegen, tja, habe ich sie nochmal trotzdem angeschrieben gehabt, obwohl ich gesagt habe, naja, ich lasse es sein. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, weiß nicht, man könnte es jetzt vielleicht als anhänglich bezeichnen. Theoretisch. Weiß ich nicht. Ich gehe halt irgendwie immer so ein bisschen aufs Ganze. Und, naja, ich habe ihr halt, wie gesagt, trotzdem geschrieben gehabt. Von ihr kam nichts. Dann hatte ich ihr bei Steam geschrieben gehabt. Und, dann hatte ich sie auch nochmal über Steam angeschrieben gehabt. Und sie hatte mir sogar ein, zwei Mal geantwortet, ganz kurz. Aber dann hatte ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich verletzt halt. Weil wenn du die ganze Zeit einen Menschen eigentlich ganz toll findest und ich weiß nicht, wir hatten ja nicht mal wirklich Streit. Aber ich habe irgendwie versucht, das in den Griff zu bekommen, dass wir uns irgendwie wieder vertragen, indem ich so getan habe, als wäre nichts. Oder indem ich sie sogar teilweise eingeladen hat. Eigentlich ist das alles noch alles dumm, weil jeder hat mir geraten. Lass die Finger von ihr. Das hat doch sowieso keinen Zweck. Ja. Naja, wie gesagt, viele meiner Freunde meinten, das hat sowieso keinen Sinn. Aber ich habe sie sogar noch verteidigt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe sie sogar noch versucht, vor meinen Leuten zu verteidigen, indem ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht, die zwei Male, wo wir uns da getroffen haben, war sie eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube nicht, dass sie so eine ist. Also so ich weiß nicht, mit so eine weiß ich nicht mal ganz genau, was ich jetzt damit ausdrücken will, aber sie hatte irgendwas. Ich kann nicht sagen, was. Aber sie hatte auf jeden Fall irgendein ziemlich heftiges Problem. Und, ja. Naja, sie hatte, wie gesagt, irgendein Problem. Ich konnte es nicht mal benennen, was das für ein Problem war. Und, naja, davon hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und, naja. Ich weiß nicht. Ich hatte mich da echt geduldig gezeigt halt, ne? Ich habe versucht, sie anzuschreiben, trotzdem weiter. Und, es zu vergessen. Also, indem ich auch wirklich so getan habe, als wäre nichts gewesen. Aber irgendwie hatte ich dann einfach keine Lust mehr, weil es hat mich halt echt verletzt. Ich habe mich echt fertig gemacht, wirklich. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, wirklich nicht. Also ich kann es mir schon vorstellen, was. Aber Herrgott nochmal, ein normaler Mensch hätte sich versucht irgendwie zu verständigen auf das Problem. Weil wenn man ein Problem hat, dann redet man darüber. Sie hat mich halt komplett ignoriert und das konnte ich nicht ab. Weil das hat mich, so habe ich das nämlich auch in dieser letzten Nachricht geschrieben, verletzt. Dass da keine Reaktion von ihr kam, wegen nix. Und dass ich das eigentlich alles wieder gerade biegen wollte, obwohl ich ja eigentlich nicht mal was getan habe, wirklich. Nichts Schlimmes. Naja, auf jeden Fall habe ich ihr dann bei Steam noch geschrieben, dass das jetzt wohl meine letzte Nachricht ist, es sei denn, sie schreibt mir jetzt nochmal, weil ich habe da auch keine Lust mehr gehabt, hinterher zu rennen. Weil ich habe mich fertig gemacht. Ich habe mich echt fertig gemacht, wirklich. Und ich wollte mich einfach nicht mehr versuchen, mit Menschen abzugeben, bei denen ich mich wirklich nur schlecht fühle oder die mich schlecht fühlen lassen.
Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Naja, auf jeden Fall habe ich ihr dann noch so gesehen alles Gute gewünscht und ich habe ihr gesagt, wirklich, ich habe es gehofft, dass sie es in den Griff kriegt, was auch immer sie hatte. Weil irgendwas muss es ja wohl gewesen sein, das wirklich massiv im Weg stand. Und naja, sie hat mich kurz darauf auch aus ihrer FL verbannt und ich glaube sogar geblockt, ich bin mir nicht sicher. Ups. Naja, auf jeden Fall ist jetzt endgültig Sense zwischen uns. Und es ist schade. Es macht mich traurig. Weil sie war echt toll. Wirklich, sie war echt großartig. Aber irgendwas war einfach zwischen uns. Das ist einfach. Weiß ich nicht. Irgendwas stand uns im Weg. Und ich werde da wahrscheinlich erstmal auch eine ganze Weile dran knabbern zu haben, aber es wird, denke ich, mit der Zeit besser. Naja. Zumindest hoffe ich es. Ich weiß nicht, also ich habe das diese letzte Woche da, wo ich auch gesagt habe, dass sie da Zeit bräuchte. Ich hatte da echt dran zu knabbern gehabt, wirklich, also mir ging es da wirklich nicht gut. Ups. Ehrlich gesagt merke ich das gerade, wie mich das tierisch runterzieht. Sorry auch, wenn ich jetzt gerade nicht so auf das Spiel eingehe, von wegen, dass ich jetzt vorlese oder erkläre. Aber ja. Mir geht's da ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht so wirklich gut mit. Wie gesagt, ich hoffe, die Zeit wird, wie bekanntlich, alle Wunden heilen. Man sagt ja auch, wie ging dieser Spruch nochmal? Ich weiß nicht mehr, ich krieg das nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall von wegen, dass sie ja nicht die letzte Frau ist in meinem gewesen ist in meinem Leben. Nur es war sozusagen so ähnlich. Aber ich fand die schon echt toll. Also so auf Anhieb schon mal besser als meine letzten Freundinnen, muss man sozusagen. Und die waren mir am Anfang schon mega suspekt. Etwas, aber ich habe ja immer versucht, das durchzuziehen. Tja. Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach. Ich werde das einfach mit der Zeit verdauen. Weil ich habe auch heute noch meiner Tante zum Geburtstag gratuliert, die in Hamburg wohnt. Und ich habe auch darüber geredet mit ihr. Und sie hat genau das Gleiche gesagt wie mein Vater. Konzentrier dich lieber auf dein Studium als auf Beziehungen. Mir schmeckt die Aussage nicht. Also ich weiß, dass sie ja das Beste wollen für mich. Und ich verstehe auch, was sie meinen. Dass man sich zuerst auf seine Karriere konzentrieren sollte, damit man überhaupt was vorzuweisen hat. Damit das ja läuft. Aber ich weiß nicht. Ich bin ja nicht blöd. Ich gucke mir ja links und rechts meine Kommilitonen ja auch an. Und die haben auch alle aber einige haben auch eine Beziehung am Laufen. Und das kann doch nicht sein, dass sowas nicht vereinbar ist. Also ein Studium und eine Beziehung, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu naiv, ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht. Ich war auch am Überlegen zu sagen, die haben recht. Ich stelle das jetzt ein, dass ich jetzt sage, ich suche mir gar keinen. Also was heißt, ich suche mir gar keinen. Oder sage jetzt, ich habe keine Zeit für eine Beziehung, weil ich muss mich um meinen Kram kümmern. Wahrscheinlich ist es sogar das Beste. Ich meine, ne, nehmen wir zum Beispiel Nikola Tesla als Beispiel. Dieser Mann hatte nie Zeit für Frauen. Wirklich nie. Beziehungsweise, naja, hatte schon Zeit wahrscheinlich, aber er hatte eher seine Wissenschaft im Kopf. Und er war ja auch erfolgreich, Herrgott, noch eins, so ist es ja noch nicht. Naja, aber ich weiß nicht, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie besonders glücklich damit gewesen wäre, oder? Ich weiß es nicht. Dafür weiß ich zu wenig über ihn. Naja, auf jeden Fall, dieser letzte, das ist ja nicht mal meine Schuld, also ich sollte mir auch nicht die Schuld dafür geben jetzt. Aber es stimmt mich schon echt traurig. Weil es ist leider auch wirklich so, mein gesamter Freundes- und Familienkreis, absolut jeder hat irgendwie eine oder einen am Start. Und du kommst dann zum Beispiel immer so auf Treffen oder Feiern und du bist dann der einzige, naja, Loner, nein, Loner jetzt nicht, aber du bist der einzige Mensch, der einfach niemanden hat. Und wie soll man sich da fühlen? Und da kannst du auch sagen, ja, toll, wenn ihr hier alle sitzt und Witze reißt miteinander oder weit teilweise, sitze ich hier und habe keinen. Aber wow, Studium läuft oder was? Wäre schöner, wenn beides funktionieren würde. Aber es geht ja laut meinen Verwandten nicht. Allerdings muss man auch sagen, die studieren nicht. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber weiß ich nicht. Also ich finde, ich habe im Studium verdammt viel Zeit. Jetzt aktuell, ja gut, ich habe Semesterferien, muss man auch sagen. Und ab morgen geh ich auch, also ich habe jetzt die erste Ferienwoche ist ja so gesehen von mir rum und die habe ich jetzt ehrlich gesagt nur zum Let's Play aufnehmen, zum Sport, also Hauptsache alles, aber kein Studium aufgewandt. Und ich muss sagen, mir fällt die Decke so ein bisschen auf den Kopf auch. Und ich merke, vielleicht soll ich doch noch in den Ferien auch was dafür tun. Weil sonst drehe ich irgendwie auch ein bisschen am Rad. Plus diese Beziehungskiste. Na, das heißt, das war ja nicht mal eine Beziehung. Aber das macht mich auch so fertig. Wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, wenn ich mich jetzt einfach nicht wirklich auf Beziehungen konzentriere. Und einfach meine Nase in Fachlektüren stecke. Wahrscheinlich ist es das Beste. Weil dieses Jahr habe ich mit Beziehungen echt oder allgemein Dates, Freundinnen, whatever, sowieso kein Glück. Gar nicht, überhaupt nicht. Weil ich setze irgendwie alles nur in den Sand. Also ich hatte ja, glaube ich, erzählt. Ich will da runter. Ich hatte ja, glaube ich, auch erzählt in meinem Lego Star Wars Let's Play, dass ich ja mit meiner Freundin, mit der ich ja seit fast 3 Jahren zusammen war, jetzt Schluss gemacht habe, Anfang diesen Jahres. Dann hatte ich ja kurz jemanden, oder ich wollte von einer etwas, um es mal so zu sagen. Und dann hatte ich sie auch irgendwie, dann hatte ich auch irgendwas gesagt, was sie auch ganz, was sie ganz komisch gestimmt hat. Also, wo sie, weiß ich nicht. Wo sie dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschnappt war, aber auf jeden Fall wusste ich auch, ja, okay, du hast bei ihr verschissen, so wie sie sich jetzt geäußert hat. Und dann kam jetzt die Geschichte, von der ich jetzt gerade erzählt habe, mit der einen. Und ich weiß nicht, dieses Jahr, also was Beziehungen angeht oder so, das ist nicht mein Jahr. Überhaupt nicht. Und es ist ja gerade erstmal zur Hälfte vorüber.
Man könnte jetzt sagen, ja, aber du hast noch eine andere Hälfte des Jahres, wo es vielleicht klappen könnte. Aber nee, wenn man sich mal die aktuelle Bilanz anschaut, dann scheiße ich da nur rein. Und das gibt mir auch zu denken. Und ich würde... Weiß ich nicht. Und ich merke, ich mache mich damit dann nur selber fertig. Wo ist eigentlich so ein Fass hier? Mach doch nicht so ein Riesenfass auf. Hahaha. Ha, ha, ha. Hä? Nee, ganz im Ernst. Wo ist jetzt hier so ein Teil, was ich auf die Druckplatte stellen kann? Da. Und deswegen bin ich auch im Überlegen. Ziehst du dich jetzt komplett vom, ich sag mal, vom Markt zurück und konzentrierst dich lieber auf deinen Beruf? Also, beziehungsweise, naja, mein Studium. Man sagt ja eigentlich auch immer, als ob hier nichts ist. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, wo die Liebe hinfällt, weil eigentlich, man kann es ja eigentlich auch nicht wirklich kontrollieren. Wenn man jemanden kennenlernt und toll findet, dann findet man den toll. Da kannst du eigentlich machen, was du willst. Na? Das kann man ja eigentlich nicht wirklich steuern. Aber, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also, weil ich verstehe das nämlich. Weil ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt auch, ich gucke mir ja auch links und rechts meine Freunde auch an, wenn die in ihren Beziehungen sind. Und manche haben echt Stress. Und dann denke ich mir so, gut, dass du den nicht hast. Gleichzeitig starre ich dann aber auch so ein bisschen, gleichzeitig habe ich dann aber auch diese Nächte zum Beispiel, da wünschst du dir zum Beispiel, du könntest dich jetzt mit jemandem austauschen, weil dir geht es vielleicht nicht gut. Und ja, man kann jetzt auch sagen, du hast doch Freunde und Familie. Ja, aber ganz ehrlich, die haben auch alle ihre Probleme und ich will denen damit nicht auf den Sack gehen. Viel besser ist es dann, wenn du wirklich jemanden, also ich sag mal, Anführungszeichen für dich hast. Weil man tauscht sich als Partner eher aus oder ist dann eher aufeinander fixiert als dann mit anderen. Würde ich jetzt behaupten. Es muss auch nicht so sein. Aber ich weiß nicht. Ich bin da schon echt am Überlegen zu sagen, komm, zumindest bis das Studium geschafft ist, lass es einfach bleiben. Wie gesagt, und gleichzeitig habe ich dann aber auch diesen Zwiespalt, du willst aber auch nicht alleine sein, Studium hin oder her. Plus, es gibt ja auch Studis, die schaffen es. Die schaffen es ja irgendwie, das alles unter einen Hut zu bringen. Tja. Achso, sollte ich nicht vielleicht mal eine Mission machen, anstatt hier die ganze Zeit wieder nur blöd rumzurennen? Oh. Aber ich weiß nicht, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen einen Zwiespalt mit sich, also erstens so einen Zwiespalt habe und zweitens, dass ich da so eine echte Durststrecke, wobei, naja, Durststrecke ist wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, wir reden nur von ein paar Monaten, wo ich jetzt eigentlich Single bin. Ja, wobei, ein halbes Jahr, ne? Ja. Und man sagt ja auch, man sollte ja zuerst, ich sag mal, mit sich selbst klarkommen und rein sein, bevor man eine Beziehung beginnt, weil eine Beziehung soll das Leben bereichern. Und nicht gestalten. Zumindest bin ich dann der Auffassung. Es ist schwer. Ich, ehrlich gesagt, komme ich da jetzt auch so. Ich denke ja gerade laut darüber nach. So. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch heute Abend nicht auf einen Nenner kommen. Ich werde da wahrscheinlich länger drüber nachdenken müssen über alles. Ich werde diese letzte Geschichte auch noch erstmal wieder verdauen müssen, weil das, boah, also ganz ehrlich. Vor allem, ich habe sie ja im Prinzip mit der letzten Nachricht, wo ich da ja gerade gesagt habe über Steam, dass ich sie ja noch angeschrieben habe. Das war ja kein Lebwohl. Es war ja eigentlich nur, dass ich sie vor die Wahl stellen wollte. Entweder sie meldet sich jetzt langsam mal
oder ich bin weg, um es mal so auszudrücken. Und da kam dann ja wirklich, also im Endeffekt hat sie ja ihre Wahl getroffen gehabt, indem sie mich einfach, sage ich mal, bei Steam gelöscht hat und blockiert hat und whatever. Also, und ich finde das ehrlich gesagt unter aller Sau. Also entweder hat die wirklich solche massiven Probleme mit Menschen, dass sie wirklich anfängt, Leute zu ignorieren, oder ihr war es echt scheißegal. Aber in beiden Fällen wäre ich jetzt sowieso nicht glücklich damit gewesen. Also warum auch immer sie jetzt gesagt hat, nein. Sie hat es ja nicht mal gesagt. Na. Manche, also ich habe das jetzt auch selber gemerkt, also und ich habe das auch schon jetzt einige Male gehört, aber manche Weiber sind echt. Ich darf da jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterreden, weil das ist da nichts Nettes. Und das soll jetzt auch nicht gegen Frauen gerichtet sein. Herrgott nochmal, es gibt ja auch genauso gut Typen, die Arschlöcher sind. Ne? Das ist ja eigentlich auch, hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Aber so allgemein, so sich dann so davon zu stehlen, es sich so leicht zu machen oder indem man noch nicht mal es für nötig hat, sein eigenes Fallen zu erklären. Ja, ich weiß, man kennt sich ja nicht, man muss niemandem Rechenschaft ablegen, ja. Aber ich finde, ein vernünftiger Mensch sollte das machen, auch wenn man nicht muss. Es hat etwas mit Anstand zu tun, es hat etwas mit Nettigkeit zu tun, weil sowas ist nicht nett und nicht anständig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in der genau gegenteiligen Situation gewesen wäre, das heißt, da ist eine, die hat vielleicht etwas gesagt, wo ich vielleicht nicht mit ganz einverstanden bin. So. Dann hätte ich jetzt natürlich auch die Wahl. Bist du eingeschnappt und ignorierst sie komplett? Oder sagst du ihr, hey, pass mal auf, das, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich nicht gut. Und ich sag dir jetzt auch warum. So, und danach kann man ja weitersehen. Entweder du verstehst, was ich meine und siehst es ein. Oder du bleibst bei deiner Meinung, was auch okay ist. Aber dann kann ich dir sagen, wir kommen hier nicht auf einen grünen Zweig und das funktioniert nicht mit uns. Auf jeden Fall kommunizieren. Weil ignorieren ist einfach das ist das Asozialste, was du machen kannst. Weil wenn du auf jemanden keinen Bock hast, dann solltest du ihn auch wissen lassen, weil man, ey, ich hab's ja, wie gesagt, gerade ja selber gesagt. Du sitzt dann da und denkst dir, Alter, das habe ich nur angerichtet. Und das zieht sich durch deinen gesamten Alltag teilweise durch. Leider geht es mir so, also ich mache mich da gerne fertig. Das ist auch nicht gesund, ich weiß. Aber durch ein so simples Gespräch kann man die ganze Sache aufklären. Aber wenn man es noch nicht mal für nötig hält, dies zu tun, ganz ehrlich, wo kommt man denn da hin? Und vor allem, mal angenommen, es wäre dieses Mal sogar noch glatt gegangen. Wie würde eine Beziehung dann aussehen? Kann man sich auch mal überlegen. Vielleicht bin ich auch da einer. Ne, man würde jetzt sagen, I dodged the bullet. Vielleicht habe ich auch dadurch noch mal Glück gehabt und das Schlimmste verändert. Vielleicht wäre eine Beziehung sogar noch schlimmer gewesen mit ihr. Ich weiß es nicht. Ja gut, okay, vielleicht ist es auch so dieses Nichtwissen, was mich auch so ein bisschen fertig macht, weil wenn ich zurückgewiesen werde, ich komme damit schwer klar. Das ist eigentlich komplett daneben von mir. Das ist mir schon klar, dass wenn ich sage, ich kann Schluss machen, aber wenn jemand mich so zurückweist, dann komme ich darauf nicht klar. Beziehungsweise ich würde eher darauf klarkommen eigentlich, wenn man es mir erklären würde. Weil ich bin kein Vollidiot, mit mir kann man reden. Aber offensichtlich kriegen das einige Menschen heutzutage einfach nicht mehr gebacken. Sich einfach mal, und es kann auch persönlich sein, es ist eigentlich scheißegal, weil über Handy ist eigentlich auch asozial, dass man dann sagt, du, ich möchte nichts von dir oder ich möchte dich nicht mehr sehen, weil. So kann man eigentlich das Gespräch von mir aus auch anfangen. Und dann erklärt man, warum.
Aber irgendwie leben wir heutzutage in einer, weiß ich nicht, in irgendeiner komischen Dating-Kultur, in der man sich alles super leicht macht. Zumindest habe ich jetzt eindeutig den Eindruck davon. Also besser gesagt, ich habe jetzt diesen Eindruck auf jeden Fall gewonnen. So. Ich weiß, Menschen haben nun mal die Angewohnheit, faul und bequem zu sein. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin ja keiner dieser Menschen, die sagen, früher war alles besser. Aber ich würde sagen, also würde ich jetzt zum Beispiel meine Großeltern danach fragen, ne, wie das noch bei dem war mit Treffen und Dating. Ja gut, ich sag mal so, man hat sich natürlich viel eher gebunden damals, also viel früher schon. Und wenn man sich dann, wenn es dann doch mal nicht gepasst hat, aus irgendwelchen Gründen, dann hat man sich noch mal, also so haben mir meine Eltern, Großeltern das erzählt, dann hat man sich einfach auf einen Kaffee getroffen und hat darüber noch geredet. Und nicht einfach jemanden geghostet. Weil, ne, ist ja einfacher als zu sagen, es geht nicht. Ich sollte meinen Kaffee trinken. Bevor der noch laut wird. Ich hoffe, ich habe diesmal genug Zucker reingetan. Sehr gut. So, kann ich jetzt noch eine Mission erledigen? Also Story-Mission. Ach so, der Kampf, ja. Ach ja, ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich tun soll deswegen. Und wie gesagt, ich erwarte da jetzt auch in den nächsten Tagen keine Lösung zu finden. Es wird einfach die Zeit sein, die da. Ne, Zeit bekannt, heilt bekanntlich alle Wunden. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Also, ich hoffe, es ist wahr, so. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Die Aussage gerade, die ich gemacht habe, von wegen, dass wenn ich Schluss mache, dass mich das nicht juckt, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich weiß noch, die erste Zeit, als ich mit meiner Freundin, also mit der ich jetzt länger zusammen war, ich war da total geknickt. Ja. Das ist mir jetzt gerade nur irgendwie entfallen. Aber die erste Zeit war ich untröstlich. Naja, okay, dann stimmt es vielleicht doch. Dann brauche ich einfach nur ein bisschen Zeit, um darüber hinwegzukommen. Aber schön ist es nicht, weil ich glaube, das hätte eigentlich ganz gut zwischen uns gepasst. So, oh Scheiße, schon 34 Minuten. Wir machen das nochmal. Und dann mache ich auch gleich Schluss. Beziehungsweise, dann muss ich gleich noch Devil May Cry aufnehmen und sag schnell Bioshock. Ja. Oh, scheiße, was soll ich machen? Kunst des Tauschens, ultimatives Jutsu, alles klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ja, komm. Ja, Digga. Kannst du meine Sinne machen? Schmeiß deine Schuriken. Alter, mach doch mal was. Ups. Oh, ich habe auch so ein mieses Timing. So, jetzt bist du dran. Ah. Ah, ich weiß nicht. Das sind jetzt auch gerade wieder so ein bisschen die Gedanken, oder die ich so frei äußere, die ich wahrscheinlich gar nicht so frei äußern würde. Vor allem nicht im Internet eigentlich. Oder würde ich das tun normalerweise? Ich schulde es einfach dem Alkohol, ich bin nicht ganz bei mir.
Oh. Nein, 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 nein. So. So. Ja. Oh, naja gut, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und für mein Gelaber, dass ihr es ertragen habt, weil ehrlich gesagt kann ich mich gerade selber kaum ertragen. Trotzdem Dankeschön. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.